Jetzt darf ich zu mir auf die Bühne bitten, den Joachim Eichner. Sie kennen ihn von der MFG, auch er ist Vater, er ist Großvater, er ist selbstständiger Steuerberater. Und ich darf das Wort an ihn übergeben. Kurzen Moment noch bitte. Ein Foto, alle klatschen. Hey! Mal ganz kurz halten. Hallo Wien und hallo an alle, die nach Wien gekommen sind. Grüß euch, hallo. Eine der häufigsten Fragen, die mir in Interviews gestellt wird, ist: Corona ist vorbei, was macht die MFG nun? Da kann ich nur eines sagen, Corona ist nicht vorbei, noch lange nicht, das hat nämlich noch nicht begonnen, nicht ansatzweise, dass man aufarbeitet, politisch unabhängig von Fachkundigen, außerparlamentarisch, und dass alle Menschen, die da mitgearbeitet haben und unsere Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt haben, unsere Kinder malträtiert haben und die Familien in der Ausgangssperre verhandeln lassen, zivilrechtlich, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und was mich aber viel, viel mehr beunruhigt, das ist, dass die Pandemie-Spiele nicht vorbei sind. Wir sind viel mehr zwischen zwei Großangriffen auf die Grund- und Freiheitsrechte. Wir hatten die Pandemie ab 2020, sind jetzt in einer Vorbereitungsphase, wo sich das System auf den nächsten Großangriff vorbereitet, nämlich auf den WHO-Pandemievertrag, wo die nationale Ebene ausgehebelt werden wird und nicht einmal entscheiden kann, ob eine Gesundheitskrise vorherrscht oder nicht. Es wird ein WHO-Chef Tedros, und der übrigens im Internet nachlesbar im Jahr 2001 des Völkermordes in Äthiopien bezichtigt wurde und verdächtigt wurde, der wird bestimmen, ob in Österreich, in Deutschland, in Europa eine Gesundheitskrise herrscht, ob es Lockdowns gibt, ob wir Maskenpflicht haben, ob wir Ausgangssperren haben, ob wir eine Impfpflicht haben, und das ist nicht die Freiheit und Selbstbestimmung, die man für die Menschen in Österreich wünsche. Und es passieren zwei Dinge derzeit, wie sich das System vorbereitet, um dann Handlanger der WHO zu sein. Es wurde das Krisensicherheitsgesetz beschlossen, nachdem Maßnahmen verhängt werden können, so wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, für die Dauer von 6 Wochen, nicht für 10 Tage, wo evaluiert werden muss in der Vergangenheit, sondern für 6 Wochen. Und dieses Gesetz ist die Krise derart schwammig formuliert, dass fast alles eine Krise sein kann. Es steht drinnen, weil die nationale Sicherheit betroffen ist, das verstehe ich noch. Wenn wirtschaftliche Belange betroffen sind, was ist denn, wenn wir zu wenig Strom haben, wenn wir keine Gaskraftwerke mehr betreiben, haben wir dann den Haushalts-Blackout, weil der Strom uns zu Hause abgedreht wird, dass die Industrie produzieren kann. Es ist eine Krise, wenn die Umwelt betroffen ist. Wir haben heute herrliches Wetter, galoppierende Klimakatastrophe holt uns offensichtlich ein. Und die Gesundheit betroffen ist. Das ist nicht näher definiert. Wie Maßnahmen aussehen und Gesundheitskrisen herrschen oder vermeintliche, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und das Zweite, wie sich das System vorbereitet, ist der Digital Service Act der Europäischen Union. Ich nenne das Desinformationsverordnung. Es sind nämlich Online-Plattformen bei sonstigen hohen Strafen bis hin zum Abschalten der Plattform gezwungen, Desinformation aus dem Netz zu löschen und zu entfernen. Und jeder, der hier heute gesprochen hat, hat in den Augen der Europäischen Union unterhandelt, Menschen Desinformationen verbreitet. Solche Dinge, die wir unter Umständen zukünftig in den digitalen Medien nicht mehr finden. Darum ist es wichtig, dass sich ihr physisch, organisch vernetzt, dass ihr gemeinsam auf der Straße seid, gemeinsam gegen das aufstellt, was uns droht, und dass ihr nächste Woche auf euer Gemeindeamt, aufs Magistrat geht oder im Internet unser Volksbegehren raus aus der WHO unterstützt. Und liebe Freunde, jeder, der in den letzten Jahren bereit war, selbst zu denken,
für sich, seine Familie, für seine Kinder und seine Enkelkinder auf die Straße zu gehen. Und jeder, der bereit ist, das jederzeit für die Grundfreiheitsrechte wieder zu tun, der hat die DNA der MFG. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt stark, bleibt stabil, bleibt wachsam. Für euch! Dankeschön!